Der Kollege Andreas Mattfeld hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich nun auf den Sachverhalt zur Abschaffung von Sanktionen für SGB-II-Empfänger eingehe, lassen Sie mich erst einmal ein wenig über die Sinnhaftigkeit dieser heutigen Debatte sprechen. Die lässt mich schon ein wenig zweifeln, ob Sie als Linke überhaupt daran interessiert sind, allen, Kollege Schiefner hat es eben gesagt, allen Petenten die gleiche Aufmerksamkeit zuzubilligen, oder ob Sie wirklich nur dort politisch hier aktiv sind, dort, wo es Ihnen politisch in den Kram passt. Meine Damen und Herren, aus gutem Grund war und aus gutem Grund ist es gängige Praxis, die Sammelübersichten zu Petitionen nicht im Plenum des Bundestages, sondern im zuständigen Ausschuss zu beraten. Über jede einzelne Petition hier im Plenum zu debattieren, das muss man einfach sagen, das ist weder inhaltlich noch ist das organisatorisch und zeitlich zu leisten. Dann könnte sich das Plenum des Bundestages ausschließlich nur noch mit Petitionen befassen. Und darum sind die Petitionen im Petitionsausschuss genau richtig aufgehoben. Dort haben wir den Raum, um auf sachlicher Ebene auf jede Petition einzugehen. Doch kommen wir einfach mal zu einem Beispiel in der Übersicht. In der Petition 60 schreibt der Petent in der Begründung zur Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen, diese seien unverantwortlich gegenüber den Einzahlern. Wissen Sie, als Familienvater, als Haushaltspolitiker, aber vor allem auch als jemand, der nicht sein ganzes Leben im oder vom öffentlichen Dienst gelebt hat, interpretiere ich es für die fleißigen Einzahler auch genauso. Aber in eine andere Richtung natürlich. Ich sage auch, eine Abschaffung von Sanktionen ist unverantwortlich und setzt genau das falsche Signal. Und deshalb ist Ihre Forderung hier heute ganz deutlich abzulehnen. Eine Abschaffung der Sanktionen wäre unverantwortlich gegenüber denjenigen, die jeden Tag hart arbeiten, damit dieser Sozialstaat und damit auch die Hartz-IV-Leistung finanziert wird, meine Damen und Herren. Und im Sinne des Forderns und des Förderns wollen wir Hartz-IV-Bezieher helfen, wieder eine Arbeit zu bekommen. Die gute Lage am Arbeitsmarkt mit der geringsten Zahl an Arbeitslosen seit 25 Jahren und der höchsten Zahl der Beschäftigten, die jetzt fast auf 44 Millionen Menschen zugeht, und allein 640.000 offenen Stellen, die bietet hierzu eine ausgesprochen gute Ausgangslage. Und dies war nicht immer so, das gebe ich ja zu. Dass es 2005 mit gut über 5 Millionen Arbeitslosen weitaus schwieriger war, nach Verlust des Jobs wieder in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Heute sieht das zum Glück anders aus. Dank auch kluger Politik, dank auch der Einführung der Hartz-IV-Gesetze, die wir als Union im Übrigen immer mitgetragen haben. Übrigens, Sie als Grüne haben sie mit eingeführt. Davon wollen Sie heute anscheinend nichts mehr wissen. Heutzutage fällt es auch bei geringerer Qualifikation erheblich leichter, einen Job zu finden als 2005. Und als Unternehmer in der Lebensmittelbranche weiß ich ein wenig, wovon ich hier spreche. Meine Damen und Herren, der Steuerzahler investiert erheblich, um gerade von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene Menschen mit Weiter- und mit Fortbildungsmaßnahmen zu helfen. Dies natürlich in der Erwartung, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, dass der von Arbeitslosigkeit Betroffene, übrigens, das darf man auch mal sagen, auch mit eigener Anstrengung wieder einen Job findet. Mit Ihrem Vorschlag aber, Sanktionen nicht auszusprechen, wenn zum Beispiel vereinbarte Termine beim Jobcenter ignoriert werden, wenn Weiterbildungsmaßnahmen grundlos abgebrochen werden oder Vorstellungstermine nicht wahrgenommen werden, würde bedeuten, dass wir die Hälfte vom Prinzip Fördern und Fordern einfach streichen. Das Fordern, was zumindest bei den meisten Menschen auch notwendig ist, übrigens auch bei mir ganz persönlich, das fände dann nicht mehr statt. Und wenn Sie die Sanktionen abschaffen, fordern Sie die Menschen nicht mehr. Und das bedeutet für mich, Sie geben diese Menschen de facto auf, meine Damen und Herren. Sie geben diese Menschen auf. Wir als Union geben keinen Menschen auf, auch gerade weil wir wissen, dass es Lebenssituationen gibt, die eben nicht immer einfach sind.
Und meine Damen und Herren, ich kann, nein, ich will auch meinen fleißigen Mitarbeitern in unseren Unternehmen eben nicht erklären, warum sie jeden Tag pünktlich zur Arbeit erscheinen müssen, während, wenn sie es umsetzen wollen, ein Hartz-IV-Empfänger ohne jede Gegenleistung bedingungs- und sanktionslos sein Geld jeden Monat bekommen soll. Und ich weiß, Sie wollen das auch nicht hören, aber einige wissen das ja gerade im Petitionsausschuss, dass ich Mitglied im Club der deutlichen Aussprache bin, und dann müssen Sie es auch ertragen. Ja, ich habe es leider in unserem Unternehmen eben nicht nur einmal erlebt, dass es eben auch Langzeitarbeitslose gibt, denen man eine echte Chance auf dem Arbeitsmarkt geben möchte und eine Chance geben möchte, zurückzukehren in den Arbeitsmarkt, und diese häufig nicht einmal zum Vorstellungsgespräch erscheinen oder schon nach ein oder zwei Tagen, bitte verzeihen Sie meine Ausdrucksweise, einfach ab und an keinen Bock mehr haben zu arbeiten. Natürlich weiß ich, ist das nicht die Mehrheit, aber gerade für diese schwierigen Fälle brauchen wir Sanktionen. Und das übrigens auch, und die vergessen Sie in Ihrer Argumentation immer, auch um uns vor diejenigen zu stellen, die eben ernsthaft daran interessiert sind, wieder einen Job zu finden. Und das ist zum Glück die große Mehrheit. Gerade Kollege Mattfeld, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Müller-Gemmecke? Aber selbstverständlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, dass ich eine Frage stellen kann. Jetzt habe ich eine Weile Ihrer Rede zugehört und ich habe immer mehr den Eindruck, dass Sie indirekt zwischen den Zeilen hier permanent den Eindruck erwecken wollen, als wenn die Sanktionen notwendig wären, weil Langzeitarbeitslose in der Regel einfach nicht arbeiten wollen. Es schwingt für mich die ganze Zeit zwischendrin mit. Und ich wollte nachfragen, ob das wirklich Ihre Haltung und Ihre Meinung ist. Und zum Zweiten wollte ich noch mal fragen, ob Sie wirklich meinen, dass die Strukturen momentan so aufgestellt sind, dass Langzeitarbeitslose tatsächlich passende Angebote, Chancen kriegen, Perspektiven eröffnet bekommen. Weil trotz guter Konjunktur, Sie haben es ausgeführt, ist es definitiv so, dass sich Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt hat. Und da muss man doch einfach mal überlegen und sich die Strukturen und auch die Mittel anschauen, wie sowas passieren kann. Liebe Frau Müller-Gemmecke, vielleicht haben Sie nicht richtig zugehört und interpretieren meine Worte so, wie Sie es gerne hätten. Die Lebenswirklichkeit sieht eben anders aus, als Sie sie sich darstellen. Wir gerade als in der Union geben sehr viel Geld für Weiterbildungsmaßnahmen aus, damit wir die Langzeitarbeitslosen, die wirklich manches Mal auch Vermittlungshemmnisse haben, so qualifizieren, dass sie auch Arbeit, Beschäftigung aufnehmen können. Wir wissen aber, Frau Müller-Gemmecke, dass der Mensch so ist, wie der Mensch ist. Und der Mensch braucht das ein oder andere Mal auch einen gewissen Druck, gerade wenn er viele Jahre beschäftigungslos ist, einen gewissen Druck, damit er Termine wahrnimmt, damit er zu Vorstellungsgesprächen erscheint und damit er auch diese Maßnahmen aufnimmt. Und ich darf Ihnen sagen, das ist doch nun wirklich nicht zu viel verlangt. Wenn die Gesellschaft bereit ist, Mittel für einen vorübergehenden Zeitraum dem jeweiligen in Not befindlichen Menschen zu geben, dass dieser Mensch dann auch etwas zurückgibt. Wer da etwas, ich sag's mal, missverstellt, dann versteht er das Prinzip Leistung gegen Leistung nicht. Das andere ist, dass Sie fragen, ist denn überhaupt, nun bin ich dran, Frau Müller-Gemmecke, wir führen hier kein Zwiegespräch, sollte man nicht machen, das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Plenums. Das andere ist, Frau Müller-Gemmecke, ich komme aus der Wirtschaft und ich weiß sehr wohl, dass es heute Stellen gibt, die eben nicht für jeden Langzeitarbeitslosen geeignet sind. Aber wir können doch die Augen davor nicht verschließen, dass wir in Deutschland 640.000 Stellen haben, die unbesetzt sind. Und da sind nicht alles nur hochqualifizierte Stellen dabei. Und diese Stellen können auch von Langzeitarbeitslosen angeboten und in Anspruch genommen werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, vielleicht sollten wir jetzt auch einmal die Fakten betrachten. Gerade bei Ihren Ausführungen seitens der Grünen und der Linken hat man ja den Eindruck, dass in Deutschland permanent sanktioniert wird. Und das ist eben nicht der Fall. Im Gegenteil,
Wir müssen uns manchmal fragen, ob wir hier nicht sogar zu großzügig sind. Denn Sie wissen ganz genau, dass eben nicht immer beim ersten Versäumnis sanktioniert wird, sondern dass in fast allen Fällen erst nach der dritten Ermahnung sanktioniert wird. Lediglich 3% der SGB-II-Empfänger wurden 2015 sanktioniert. Und allein hieran sehen Sie, dass diese Motivationshilfe sehr, sehr zurückhaltend eingesetzt wird. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen der Linken und ich muss es jetzt auch sagen, der Grünen, es bleibt wohl dabei, dass wir uns von der Union um diejenigen kümmern, die als Langzeitarbeitslose enorme Anstrengungen unternehmen, um wieder einen Job zu finden, und eben auch um diejenigen, die diese sozialen Errungenschaften mit harter Arbeit finanziert. Sie hingegen und auch Sie, Sie vertreten einfach und ausschließlich nur die Interessen derjenigen, die einfach keinerlei Anstrengungen unternehmen wollen, um wieder einen Job zu finden. Und deshalb sind diese Vorschläge, Sanktionen abzulehnen, abzulehnen. Dankeschön. Ich schließe die Aussprache.